Rückwärts zum Boot! Kaum einer hat amerikanische Geschichte dieser Zeit in Filmen gesehen. 20 Jahre zuvor hatten Lewis und Clark das Land durchquert. Niemand sonst. Das war unerforschtes Gebiet. Dieses Nordwest-Territorium war bewohnt von Ureinwohnern und von den Franzosen und Engländern. Es war noch nicht Amerika. Es gab kaum Gesetze und Regeln. Das Gebiet war von großem Interesse für Pelzjäger und Händler. Letztlich eine Quelle großen Reichtums, eine Art Vorstufe des Goldrauschs in vielerlei Hinsicht. Sagen Sie mir, Sie haben einen Plan. Wir sind eine Gruppe von Pelzjägern, ein verrückter, zusammengewürfelter Haufen von Leuten. Ich bin schon so lange hier draußen und ich sogar das Essen meiner Frau vermisst. Ich vermisse sogar schon deine Frau. Halt deine Scheißfresse. Wir hatten eine Unterhaltung mit dem kompletten Team und Alejandro. Das Thema des Films ist Überleben und spirituelles Wachstum durch körperliche Schmerzen. Er sagte, ihr werdet Schmerzen haben, geplant, und das möchte ich filmen. Das gehörte zu den Dingen, die Alejandro für uns bereithielt, um es zu einer eindringlichen Erfahrung zu machen. Wir alle tauchten in die Wildnis ein. Wir waren umgeben von ihr. Alles musste echt erscheinen. Ein falscher Moment und das Ganze bricht auseinander. Wir mussten als Gruppe die Kontrolle aufgeben und uns den Dingen ausliefern. Ich weiß nicht, wo dein Platz ist, Junge. So wie ich das sehe, ist mein Platz hier am vorteilhafteren Ende des Gewehrs. Gehen Sie weiter, Fitzgerald! Das Leben der Pelzjäger hat die ersten Spuren hinterlassen auf amerikanischem Land. Eine große Thematik. Auf keinen Fall gehe ich mit leeren Händen nach Hause, nachdem ich mir 6 Monate den Arsch abgearbeitet habe. Den Hals riskiert habe, Männer gestorben sind. Wofür? Die meisten dieser Taper waren Ausreißer, junge Männer. Sie besaßen am Ende ihrer Reise mehr, als sie normalerweise verdienten. Ich wurde angeheuert, um sie zu fangen, klar, nicht um sie zu bewachen. Wir haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie ihren Anführer und das Eigentum von ihrem Anführer beschützen. Das waren unglaublich harte, widerstandsfähige Männer, die den Elementen genauso ausgeliefert waren wie jedes andere Tier in der Wildnis. Wir bestiegen einen Berg bei minus 20 Grad. Aus der Sicht eines Schauspielers gibt es nichts Besseres. Viele dieser Drehorte waren unglaublich schwer zu erreichen. Wir brauchten eine große Crew, um die Logistik von einem Standort zum nächsten zu schaffen, durch diese raue Winterlandschaft. Das war für alle eine Herausforderung. Die meisten dieser Schauplätze waren absolut unberührt. Sie hatten etwas sehr Reines und Spirituelles. Wie diese Pelzjäger mussten wir uns an die Umgebung anpassen und darauf reagieren, was uns die Natur gibt. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich war schon mal tot. The Revenant, der Rückkehrer. Ab Mittwoch, 6. Januar. Nur im Kino.